In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du in WordPress deinen ersten Blogpost erstellen kannst. Du kannst hier ganz oben in der Symbolleiste einfach auf Plus klicken und dann auf Beitrag, um das Panel zur Erstellung von Beiträgen aufzurufen. Du kannst auch im Navigationsmenü hier links unter Beiträge auf Erstellen klicken und dann kommst du auch hier hin. Für unseren ersten Artikel beginne ich jetzt mit der Eingabe eines Titels. Dann klicke ich auf Speichern und WordPress hat für mich automatisch einen Permalink erstellt. Das ist der Link zu diesem Beitrag und es handelt sich hierbei um eine URL oder Webadresse, unter der die Besucher diesen neuen Beitrag ansehen können, sobald dieser veröffentlicht wurde. Du kannst diesen Permalink auch bearbeiten, wenn du ihn zum Beispiel kürzer machen möchtest, damit er leichter geteilt werden kann oder sich die Leute ihn leichter sich merken können. Und dann klickst du auf Speichern. So. Als nächstes werde ich einige Inhalte, die ich vorab erstellt habe, in den Content Editor einfügen. Und beachte, dass der Content Editor die Formatierung automatisch an die längeren Inhalte anpasst. Wenn du jetzt auf bestimmte Textteile klickst, erscheint hier oben eine kleine Symbolleiste und dort hast du die Möglichkeit, deinen Text zu formatieren. Du kannst Links einfügen oder du kannst einstellen, ob es sich hier um eine Überschrift handeln soll oder um einen Absatz und ähnliches. Als nächstes ist es empfehlenswert, deinen Blogbeitrag einer Kategorie zuzuordnen. Kategorien ermöglichen es dir, deine Beiträge in Themen oder Gruppen mit verwandten Artikeln zu organisieren, damit deine Besucher schnell alle Artikel innerhalb einer bestimmten Kategorie oder eines bestimmten Themas finden können. Dafür klickst du einmal hier auf Einstellung und auf Kategorien. Du kannst jetzt auch direkt aus diesem Modul heraus eine neue Kategorie erstellen. Und bestätigen. Und dann wurde sie automatisch auch gleich ausgewählt. Du kannst aber auch entscheiden, ob der Blogpost einer bestimmten Kategorie nicht zugeordnet werden soll. Neu erstellte Kategorien werden auch in zukünftigen Blogposts dann hier verfügbar sein. Du kannst auch ein paar Schlagwörter oder sogenannte Tags eingeben, um deinen Beitrag noch weiter zu kategorisieren. Tags sind wie Keywords, sie fassen deine neuen Beiträge oder Artikel in einem Wort zusammen. Du gehst dafür einmal hier unter auf Schlagwörter und dann kannst du hier beliebig viele Tags eingeben. In den meisten WordPress-Themes erscheinen die Tags als Link unter der Kategorie, so dass deine Leser andere Artikel mit dem gleichen Tag leicht finden können. Es ist auch eine gute Idee, ein Beitragsbild für deinen Artikel auszuwählen, also ein großes Foto oder ein Bild, welches visuelles Interesse weckt oder den Ton für deinen Artikel bestimmt. Ich habe hier auf meinem Desktop bereits ein Bild, welches ich gerne benutzen möchte. Dafür gehe ich einmal hier auf Beitragsbild, dann auf Beitragsbild festlegen. Und dann ziehe ich einfach mein Bild hier in den Bildschirm rein und es wird automatisch hochgeladen. Dann kann ich es als Beitragsbild für meinen Blogpost benutzen, indem ich hier auf Auswählen klicke. Wenn du bereit bist, deinen Beitrag zu veröffentlichen, klicke einfach auf den Button Veröffentlichen, hier oben. Du kannst aber auch erstmal den Blogartikel als Entwurf speichern, damit du später wiederkommen und weiter daran arbeiten kannst. Du kannst auch auf Vorschau klicken, um zu sehen, wie der Beitrag nachher nach der Veröffentlichung aussehen wird. Wenn du hier auf Status und Sichtbarkeit klickst, hast du noch ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten. Und zwar kannst du hier den Status des Beitrags auf ausstehender Review einstellen, welches bedeutet, dass der Entwurf, weil wir haben ihn ja noch nicht veröffentlicht, den Beitrag, dass der Entwurf auf die Überprüfung durch einen Redakteur oder einen Administrator wartet, bevor er veröffentlicht werden kann. Die Option Beitrag auf der Startseite halten wird sicherstellen, dass dieser Beitrag auch nach Veröffentlichung anderer Beiträge ganz oben auf deiner Blogseite bleibt. Unter Sichtbarkeit kannst du bestimmen, wie dein Beitrag bei anderen erscheinen soll. Öffentliche Beiträge werden für jeden sichtbar sein, der deine Webseite besucht. Passwortgeschützte Beiträge werden zwar veröffentlicht, aber Besucher müssen ein Passwort eingeben, das du hier angeben kannst, bevor sie den Inhalt sehen können. Und private Beiträge sind nur für dich und die anderen Redakteure oder Administratoren deiner Webseite sichtbar. Standardmäßig wird dein Beitrag sofort veröffentlicht,
Aber du kannst den Beitrag auch planen, damit dieser automatisch zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Das machst du hier. Hier hast du auch die Möglichkeit, ein Datum in der Vergangenheit auszuwählen, um Beiträge rückwirkend zu veröffentlichen. Wenn du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, dann klickst du auf die Schaltfläche Veröffentlichen. WordPress wird den neuen Beitrag speichern und veröffentlichen. Du kannst diesen nun auf deiner Webseite ansehen. Hier siehst du ganz oben das Featured Image, welches als Header jetzt in den Blogbeitrag eingebaut wurde. Das liegt aber an dem Theme und das kann man auch einstellen bzw. ein anderes Theme auswählen, welches wir später tun werden. Ganz unten hier unter dem Bodytext findest du die Links zu den Tags, die wir diesem Beitrag zugeordnet haben und auch die Kategorien, damit deine Leser andere verwandte Artikel auf deiner Webseite leicht finden können.